Herren. Viele von unseren Nachbarn laufen hier vorbei oder fahren vorbei, aber es ist doch, sie wissen doch nicht, was hier alles innerhalb des Gebäudes passiert. Diese möchten wir Ihnen heute erläutern. Ich sage noch kurz zum Programm. Also ich werde kurz die Aktivitäten des Vereins vorstellen. Unser Sheikh Mubarak, unser Imam, also kein Gast, der angestellte Imam, wird kurz was zum Ramadan, weil wir uns im Ramadan befinden, sagen. Danach wird unser Bruder As-Samad was zum Zentralrat der Muslime vielleicht sagen. Wenn Zeit noch bleibt, vielleicht auch unser Bruder Karim über den DIF. Und dann möchten wir doch die letzten 10 Minuten miteinander vielleicht oder Viertelstunde diskutieren. Danach ist das Art, also hier zumindest bei uns in der Moschee, wird der Gebetsruf gerufen. Dann fasten oder unterbrechen wir das Fasten durch 1, 2 oder 3 Daffen. Dann gehen wir beten. Dazu sind Sie alle eingeladen, dass Sie das Gebet mitbekommen. Und nach dem Gebet, hoffentlich, ist das Essen dann schon fertig, dann können wir anfangen. Das wäre das Programm für heute. So, kurz über unseren Verein. So, die Gründung des Vereins war 92 und 98 haben wir hier dieses Gebäude erworben. Das Gebäude steht hier, ein großes Gebäude, 3600 Quadratmeter. Da fehlt das Meter Quadrat, die 2 über die Meter. Vielleicht noch verbessern oder zulegen. Die Mitgliederzahl zurzeit sind 250 eingetragene Mitglieder. Das heißt aber nicht, dass das die Betende sind. Na, wir haben. Wo sitzt diese Gremium, diese theologische Gremium?